Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Winter 2022 und 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Die Legung ist für Dezember 2022 und Januar, Februar 2023, okay? Stier, ich habe eine intuitive Message für dich. Ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie du einen Zaun baust. Also du hast da diese Teile, ja, diese Zaunteile und du hämmerst da und bist ein bisschen wütend drauf, ja. Ehrlich gesagt, sehe ich einen Zwerg. Und zwar von den Schneewittchen und die sieben Zwerge. Was zwölf? Sind sieben Zwerge. Ich sehe einen Zwerg. Von Schneewittchen, von diesen sieben bei Schneewittchen und das bist du, soweit ich das als intuitive Message hier verstehe und du bist als wütender Gartenzwerg, als Zwerg, bist du dabei, einen Zaun zu bauen. Ja, du hämmerst da sehr wütend auf diese Pfahle da, ja, und willst so schnell wie möglich dein Gebiet abgrenzen sozusagen. Okay. Zwerge sind Fabelwesen, also die Zwerge, diese Gartenzwerge mit diesen Hütchen und so, ja, oder ich rede hier nicht von Kleinwüchsigkeit, sondern von diesen Zwergen aus einem Märchen und die sind ein Fabelwesen. Moment bitte. Fabelwesen. Bei Fabelwesen geht es darum, ob man an sie glaubt oder nicht. Ja, ihre Existenz ist nicht wirklich objektiv belegt, wissenschaftlich belegt. Und dann gibt es doch Menschen, die sagen, aber nee, wir haben sie gesehen. Ja, in Island gibt es doch diese Tradition, glaube ich. Ja, dort geht man davon aus, dass hier und da so Wesen leben. Was sind das, Elfen? Egal, Zwerge, ein Fabelwesen. Ich glaube, Stier, dass du im kommenden Winter unglaublich überzeugt bist von dir und keine Sekunde Menschen um dich herum haben magst, die dir nicht glauben, die an dich nicht glauben. Hm? Ist ja auch, oder bei Schneewittchen, oder? Ich meine, ich hatte nie den Eindruck, dass Schneewittchen jetzt an einem gefährlichen Ort ist. Ja, die tauchen da im Film auf und kein Kind findet die gefährlich. Also ja, die Kinder kommen da nicht auf den Gedanken, dass die jetzt dir etwas antun wollen. Und deine Gutmütigkeit könnte ein bisschen strapaziert werden oder vielleicht ist es strapaziert, hat man es strapaziert. So aller Stier macht eh nichts. Stier wird eh nicht so barsch antworten. Stier wird mir eh nichts Böses tun. Stier ist so lieb. Und dadurch wurden dann da gewisse Grenzen überschritten bei dir, ja, weil du halt so freundlich bist. Du ziehst Grenzen, Grenzen wurden überschritten und ziehst du Grenzen bis hierher und nicht weiter. Schauen wir mal, was die Karten sagen. Stier. Ass der Schwerter. Ende Gelände. Fertig. Was du hier im Grunde tust, ja, lass mich hier die Acht der Schwerter-Karte hier hervorholen. Bei Acht der Schwerter geht es um einen Zaun, ja, um Gitterstäbe sozusagen. Ich zeige dir jetzt was hier. Hier, das brauche ich auch. Hier, da. Das hier brauche ich auch. Und dann brauche ich noch
Das hier. Das hier ist die Scheibe, die mit dir getrieben wurde. Hm? Menschen haben hier seich gemacht und sind abgehauen. Stier tut eh nichts. Hm? Ich werde jetzt von Stier werde ich Geld klauen, Zeit klauen, Energie klauen. Ich werde lügen und betrügen und einfach davonrennen. Hm? Das ist so dieser Blick zurück, so dieses Haha, du fängst mich eh nicht, du tust mir eh nichts. Hm? Und diesen Bullshit, ne? Ich muss das Wort nehmen, ich habe es vorhin gehört und ich höre es immer noch, es gibt kein anderes Wort dafür. Diesen Bullshit hier bringst du zur Sprache. Und zwar sehe ich das bei mehreren Menschen. Ja, das ist so dieses, hey, ich habe gesehen, wie du dies und jenes getan hast. Ja, ich tue mir diesen Bullshit nicht mehr an. Zack, ach der Schwerter. Menschen sind eingezäunt. Ja, ist so außerhalb von deinem Reich sozusagen. Hm. Wir haben hier hinten haben wir ein Schloss. Es ist so, wie wenn du hier Menschen so außerhalb von einem, oder du platzierst da diese Pfähle und hältst sie so fern von deinem Schloss sozusagen, von dem, was du hier erreicht hast in deinem Leben. Hm? Hey, damals, als du das und das erzählt hast, ja, ich hatte aber noch in Erinnerung, wie du das und das erzählt hattest, warum hast du mich da angelogen? Zack, tschuh, raus. Hm? Hey, da, wo du mir nicht mehr geantwortet hast, ja, ich weiß ganz genau, was du da getrieben hast, weil ich das und das und das nachher gesehen habe. Klarheit, Wahrheit, zack, scheiße. Hm? Es ist so diese Distanz, die hier zwischen dieser Burg und dieser Person hier herrscht. Es ist so, wie wenn du den Menschen eiskalt so ihre Stelle zeigst, ja, so sie so außen vor lässt sozusagen. Wenn ich mir jetzt diese Gegend hier anschaue, dann ist das eine sehr karge Gegend. Es ist hier Ebbe, jederzeit könnte hier Flut kommen, ja. Es ist kalt, es ist grau, es ist matschig, ja. Ich persönlich, ja, würde jetzt instinktiv am liebsten hier oben auf dieser Burg Zeit verbringen, ja, da bin ich am besten geschützt vor dieser Kälte, vor dieser Flut, die jetzt kommen soll und, und. Und es ist so wie dein geschützter Bereich, aus dem du Menschen sozusagen rausschmeißt, ja. Du kannst nicht mehr meinen Komfort genießen, sagst du diesen Menschen. Es geht hier nicht darum, dass, oder man muss das sinnbildlich sehen, es geht hier mehr, oder wenn wir jetzt hier so die Welt betrachten, die ist kalt, die ist unklar, man sieht nicht vorwärts, jederzeit kann ein Flut kommen und alles überschwemmen, oder so diese ängstliche Atmosphäre, die diese Menschen, ja, es haben nicht, sind nicht alle Menschen um dich herum so drauf, aber jene, die so drauf sind, jene, die die Welt so betrachten, hatten bisher in dir eine Burg gesehen, die hier oberhalb der Gefahr, oder, und der Kälte eine Burg für sich hat, eine Wärme für sich hat, okay? Du warst so diese Person für diese Menschen, ja, so eine Art Zufluchtsort, ja, Fels in der Brandung sozusagen warst du. Und du sagst, halt mal schön Abstand, ja, das sagst du ab jetzt, halt mal schön Abstand. Ab jetzt kannst du nicht mehr einfach so mit deinem Flut da ankommen, mit deinen Ängsten da bei mir Sicherheit suchen oder keine Ahnung. Ja, du weißt, was läuft. Okay, gut. Ich mische die nochmals. König der Stäbe. Das hier, Ass der Schwerter, ist deine generelle Energie. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. So bist du durch den ganzen Winter hindurch, bist du drauf. Okay. Durch den ganzen Winter hindurch verweist du die Menschen an ihre Plätze, all jene, die deine Gutmütigkeit, deine Wärme sozusagen ausgenutzt haben. Das hier bezieht sich generell oder auf deine Einstellung und du wirst mehreren Menschen gegenüber so auftreten. Okay, haben wir das? Okay, legen wir das beiseite. Kommen wir zu diesem König der Stäbe. Dieser König der Stäbe, okay, das ist jetzt ziemlich interessant. Ich glaube, dass du, eben
generell so drauf warst, ja, sehr tolerant, hast ihm ein Auge zugedrückt, hast eine Lüge gesehen und so getan, gehört und hast so getan, wenn du es nicht hörst. Oder warst du diese warme Seele, diese willkommene Energie, ja, so dieses Komm, ja, komm, ich gebe dir Wärme, ja, so das. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser König der Stäbe interessanterweise diese Seite an dir nicht kennt. Der König der Stäbe kennt nur die harsche Seite an dir. Der König der Stäbe kennt dich nur als eine Person, die hier direkt einen Schlussstrich zieht. Ja, also es kommt mir so vor, wie wenn es hier Menschen gab, mit denen du sehr viel mehr oder viel toleranter warst wie zu diesem König der Stäbe. Ist einleuchtend, wenn man bedenkt, dass es hier wahrscheinlich um Freunde und Familie geht und hier um das Datingleben, ja? Würde mich nicht wundern. Falls du schon eine Weile meine Legungen anschaust, dann bist du eh so drauf, ja? Dass du hier im Datingleben keinen Spaß verstehst. Okay. Kommen wir zu diesem König der Stäbe. Dieser König der Stäbe Stier hat Angst. Angst vor dem, was du sagen könntest, Angst vor dem, was du aussprechen könntest, Angst vor dieser Klarheit, die du da bei deinen Aussagen hast. Ja, sehr geradlinig hat dich dieser König der Stäbe hier erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass genau das attraktiv war an dir, okay, und jetzt sozusagen zu einem Leid wird für diesen König der Stäbe, ja, genau oder diese Art, wie du dich hier diesem König der Stäbe hier präsentiert hast, diese Gradlinigkeit, ja, so dieses, ja, du hast direkt gesagt, was du gefühlt hast, was du gedacht hast sozusagen, ja, ohne Umschweife, das hat diesen König der Stäbe damals angezogen, das fand dieser Mensch attractive, anziehend, ja, und jetzt ist es etwas, wovor er jetzt Angst hat. Das ist interessant. Normalerweise findet man, sowas ist doch eigentlich attraktiv, auch danach, oder? Warst du zu hart? Du warst zu hart, okay. Du scheinst dir in der Vergangenheit einen ziemlich harschen Schlussstrich gezogen zu haben, ja, so ziemlich ausgesprochen zu haben, was da oder diesen Elefanten da, den hast du direkt, ja, den hast du direkt angesprochen und das hat diesen Menschen Angst gemacht, wie klar du etwas aussprichst. Der Magier. Okay, du Stier, mach dich drauf gefasst, dass hier jemand 100 Purzelbäume um dich herumschlagen wird, um ein Gespräch zu vermeiden. Okay. Wir haben hier den Magier mit Kelch, mit Schwert, mit Stab, mit Münze. Der Magier ist jemand, der das hervorholt, was gerade benötigt wird. Das ist nicht der Herrscher, der alles aufs Mal einsetzt. Der Magier schaut, okay, oder der hat eine Vorstellung davon, wie es zwischen euch beiden verlaufen soll, will das hier auf Erden manifestieren und schaut, was jetzt hier nötig ist und holt dann das hervor. Okay, wir haben hier Stab, das ist sexuelle Energie. Ich denke nicht, dass dieser Mensch mit Stab kommen wird, weil ihr bereits eine Vergangenheit habt und es dann keine gute Idee wäre, sich dir sexuell anzunähern. Wir haben hier Kelch, das ist die Liebe. Das sind liebe Wörter, das ist Spiritualität, das ist, das sind dann sehr spirituelle und generelle Sätze, die dieser Mensch hier aussprechen würde. Ja, auch in Bezug auf die Menschheit und solche Dinge. Um da in dein Herz reinzukommen, ja, um dich im Herzen zu berühren, okay. Ich höre dich jetzt schon sagen, ja, Kopfdeckel, was bin ich denn, bin ich nicht Menschheit? Jede unter euch, wo das Gegenüber mit Kelch kommen wird, ja, das wird euch ein bisschen ärgern, weil es euch so schleimig vorkommen wird und ein bisschen ignorant, ja. Bei jenen, wo das Gegenüber ein Kelch hervorholt, wird dieser Mensch von Weltfrieden und solche Dinge reden, ja? Wo du dann sagst, ja, Frieden mit mir, Frieden in der Welt. Die Menschheit ist so schlimm geworden. Ja, was bin ich denn? Ich bin doch auch Menschheit. Warum behandelst du mich dann so? Und solche Dinge.
Bei anderen wird aus der Münzen gezogen, das ist dann direkt ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, ja, wo du gar nicht erst irgendwas noch sagen möchtest, sondern es direkt nehmen möchtest. Okay? Wir schauen jetzt, was passiert. Kelch. Ist ziemlich interessant, dass hier Page der Kelche erscheint, weil der Page der Kelche steht für distanzierte Freundlichkeit. Okay? Und genau das habe ich ja vorhin erklärt, ja, Stier, so deine Haltung, wo du sagst, hey, meine Wärme, meine Güte, mein Wohlwollen oder meine Toleranz, das sind alles Dinge, die ich mir erarbeitet habe und die gebe ich nicht einfach so her. Ab jetzt sollen alle ein bisschen Abstand wahren und nicht einfach so saugen bei mir. Und genau, ja, dem ist dieser König der Stäbe sich bewusst und tritt direkt als distanzierte Person auf. Ja? Kein Wunder redet dieser Mensch über Weltfrieden und nicht darüber, was für einen Krieg er zwischen euch beiden verursacht hat. Kein Wunder redet dieser Mensch über die Menschheit und geht gar nicht darauf ein, dass du auch Teil der Menschheit bist. Ja? So diese distanzierte Haltung. Okay. Wir haben hier ein Fischlein im Kelch. Das Fischlein hier steht für Überraschungen. Da kommt in einem sehr unerwarteten Moment eine Nachricht von diesem Page der Kelche. Beziehungsweise diesem König der Stäbe. Page der Schwerter, das bist du. Ist es der Rauch, der immer noch da ist, ja, von dem, was bisher war? Page der Schwerter hier, du versuchst zu verstehen, warum dieser Mensch so agiert. Alles, was dieser Mensch dir hier sagen wird, wirst du hinterfragen. Ja? Warum redet der jetzt von Weltfrieden? Ja? Was genau versucht er mir da zu sagen? Oder der redet davon, dass die Menschheit lieblos geworden ist und so, und dass man die Liebe schätzen soll und solche Dinge. Was genau versucht er mir damit zu sagen? Der wird dir nichts versuchen damit zu sagen. Er versucht einfach nur auf eine distanzierte Art und Weise dir näher zu kommen. Das ist nur das. Ja? Was auch immer hier inhaltlich stehen wird, es ist nichts, das gegen dich gerichtet ist. Es geht mehr darum, einfach über ein anderes Thema dir näher zu kommen. Dieser Mensch könnte genauso über Stricken reden oder über Weihnachten, den Sinn von Weihnachten und solche Dinge. Hauptsache, es geht um ein anderes Subjekt und nicht um euch beide. Ja, davor hat dieser König der Stäbe Angst. Okay. Fünf der Münzen. Du wirst diesen Menschen ziemlich die Kälte hier spüren lassen. Ja, fünf der Münzen, das ist dieses Außenvorlassen. Du kommst nicht einfach so, oder du kommst ab jetzt nicht mehr einfach so in meine Wärme hinein. Es geht hier nicht darum, dass du diesen Menschen nicht zu dir einlädst. Ja, das tut dir eh nicht. Es geht mehr um die Wärme, die deine Texte innehaben, die deine Stimme innehat. Ja, die gibt's nicht mehr. Ab jetzt herrscht Kälte hier. Ja. Warum? Weil dieser Mensch einfach, ja, für deinen Geschmack zu unklar daherkommt. Okay. Ach, der Stäbe hier. Kommunikation wird noch stattfinden, aber vorerst bist du im Winter, bist du ziemlich winterlich drauf gegenüber diesem Menschen, ja. Es ist auch ein bisschen, oder man sieht hier auch bei Fünf der Münzen, dieser Blick hoch zu diesem Fenster, ja, und dahinter befindet sich Licht, es befindet sich Wärme dahinter. Da, dieser Mensch schaut hier mit sehr viel Sehnsucht da auf und du willst auch diesen Menschen ein bisschen diese Kälte fühlen lassen, ja, so dieses, schau mal, ich kann auch anders. Und er muss sozusagen so den Weg zurück zur Wärme sich verdienen, durch Klarheit, durch klare Aussprachen. Ich werde jetzt hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren.
Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.